Berlin-Wedding, einst ein traditionsreicher Arbeiterbezirk, der sich nach der Wende in Rekordzeit zu einer Kopie Ost-Berlins entwickelte. Die einzigen Farbtupfer in der grauen Tristesse stellen Gemüseläden, Dönerbuden und Hundekot dar. Aufgrund der zunehmenden Wohnungsnot gerät jedoch auch der zentrumsnahe Wedding ins Blickfeld der Mittelschicht. Inzwischen sagt man, der Wedding kommt. Einer, der es wissen muss, ist Makler Johnny Schulze. Ja, ich bin seit 30 Jahren hier im Geschäft im Wedding. Und ich sag mal so, ich weiß, was die Leute hier wollen. Die wollen 2,50 Quadratmeter. Mehr zahlt das Amt nicht. Das muss man als Makler hier wissen im Wedding. Weil von daher liegt hier überall Dreck auf der Straße, ein Assi auf der Parkbank, Sperrmüll. Deswegen hat man hier auch die schönen Preise. Und ich sorge dafür, dass es so bleibt, denn das ist mein Wedding, den will ich auch beschützen irgendwo. Ich sehe mich da auch so ein bisschen als Arten, als Bestandsmensch, Makler. Ja. Ich hab die Scheiß-Wedding. Johnny Schulze trifft heute auf einen Kunden aus Berlin-Mitte. Bodo Ulmer Böblinger stammt aus der Nähe Stuttgarts und ist erfolgreicher Start-up-Unternehmer. Hallo. Also ich habe lange in einer Eigentumswohnung in Mitte gelebt und ich sage mal so, das war ein sehr schönes Dachgeschoss, sehr breitli, also clear, so groß. Und da habe ich dann überlegt, na, also als die Lisa Annegret mich dann rausgeschmissen hat, das ist jetzt die Mutter von dem kleinen Terno Maria hier, wegen einer SMS von einer das ist jetzt zu privat von der Sekretärin, die SMS. Also das ist jetzt so, dass ich was suche zur Miete. Und da habe ich gehört, dass der Wedding, dass man da noch für 8 Euro den Quadratmeter gut was bekommt. Also da ist man hier sehr open noch für so minderpreisige Objekte. Und ich sehe das auch als Challenge. Ich meine, Mitte ist ja inzwischen glattgeleckt, da ist ja nichts mehr creative. Also hey, warum nicht Wedding? Also der Kunde, den ich heute treffe, hat sich in einer E-Mail als alleinerziehender Vater vorgestellt, ja. Wenn ich das schon höre, alleinerziehend, ja. Also wenn meine Uschi mir den Balk in die Hand geben würde und sagen würde, du bist jetzt alleinerziehend, Johnny, dann würde ich ihr Kindergeld beschlagnahmen. Das würde ich mir alleinerziehend, Alter. Und wieso liegt hier eigentlich keine Hundescheiße? Muss der Schulze selber wieder ran, oder was? Wieso ist hier alles sauber? Ja, Kamera bitte ausmachen, nicht auch sowas wie Sphäre. Mach mit Kamera aus. Und der Praktikant bitte auch, nicht, dass meine Tricks noch im Internet oder was. Kann doch nicht, aus! Damit der Wedding so wirkt, wie die Kunden ihn erwarten, greift Johnny Schulze zu ganz speziellen Tricks. Und nur Sekunden vor dem Eintreffen von Ulmer Böblinger wird der Makler vom Wedding mit seiner Verschönerungsaktion fertig. Hier müssen wir rein, zweiter Hinterhof. Ich sage, Licht und Licht flutet. Bin ja schon sehr, sehr gespannt auf das Objekt. Müll. Terno Maria. Ach schön, es ist der neue Mieter. Lassen Sie ihn doch stehen. Da oben der Afrikaner, passt auf. In dieser bezaubernden Bruchbude lebten und stritten diese beiden Vormieter. Die gehen jetzt aber raus in die Notunterkunft. Das tut mir jetzt aber leid. Muss Ihnen nicht leid tun, die freuen sich doch auf die Notunterkunft. Zahlen Sie 1,50 Quadratmeter oder was? Die Waschmaschine läuft und hier haben diese beiden Gestalten geduscht. Man kann in der Spüle duschen. Geht alles. Sie haben hier geduscht. Ja. Ich sage mal, Charakter ist vorhanden, jedoch es ist mir ein bisschen zu cheapy, da kann ich jetzt nicht so den Value... Ihm ist es zu cheapy, ja. Nummer Volume 1 und Volume 2 haben hier lange glücklich gestritten und gelebt und geduscht. Also, ja gut, cheapy. Vom ersten Objekt war Ulmer Böblinger nicht begeistert, doch Schulze hat noch etwas in der Hinterhand. Wenn man vielleicht helfen könnte mit meinem Kinderwagen, das wäre jetzt sehr nett von Ihnen. Auf dem Weg zum zweiten Angebot zeigt sich, wie unterschiedlich Kunde und Makler ticken. Dieser Kinderwagen ekelt sich vor mir. Und ich kann den Kinderwagen gut verstehen, denn der Ekel ist beidseitig begründet. Ich find's traurig, dass es so weit kommt, dass der Schulze ein Bugabu-Kinderwagen im Wedding dich. Könnten Sie vielleicht einmal 5 Minuten... Das mit dem Rauchwaffel, das zieht ja alles in den Kinderwagen. Ich mach dir gleich einen Jutebeutel in deine Bio-Bananen-Sport voll. Ich hab hier noch keinen Bioladen gesehen. Lisa Annegret, ich ruf dich nicht ohne Grund an. Ja, jetzt schreit er. Was soll ich jetzt tun? Das weiß ich doch nicht. Also, dass ich jetzt die Sekretärin frage, das war doch nur Petting. Ich habe nichts mit der Betsy, warum soll ich Betsy fragen? Ich würde mal sagen, der Kleine hat Hunger. Das ist jetzt aber auch Herr Schulze. So, Gottschalk-Ecke Bornemann, einer der räudigsten Ecken des Bezirks, berühmt für Alkohol. Das kenne ich sehr gut, das ist ja hier der upcoming Künstler-Kiez. X-Roterprint, Uferhallen. Also meine First Impression ist sehr, sehr gut. Ja, ich mach dir gleich den Künstler hier upcoming von hinten durch die kalte Küche. Ist immer noch Sperrmüll hinten auf dem Hof, wenn Sie den bitte beachten. Cousy schon mal? Oh,
Breitlieb. Das ist Cosi. Cosi, Alter, ich weiß nicht, ob ich einen Cosi hier haben will. Ja, das nehme ich. Das hat hier einen ganz anderen Value-Code. Ich registriere mal, dass Sie nehmen wollen. Die Sache ist, ich kann nicht jeden in Wedding lassen. Ja, da kann ich jetzt auch ein Angebot machen. Dass die Provision, dass also die Provision der Eigentümer ja eigentlich übernehmen, das ist natürlich unangenehm. Da könnte ich Ihnen das einfach mal so geben, die 250 Euro. Ich muss das mit meinem Gewissen vereinbaren auch. Ich sag mal so, geben Sie her, Firma dann. Dann haben Sie die Wohnung. Johnny Schulze und Bodo Ulmer-Böblinger sind sich einig geworden. Ich lass sie einfach mal so stehen. Der Makler vom Wedding kämpft jedoch mit Gewissensbissen. Ich sag mal so, ja, ich möchte eigentlich nicht, dass die Gentleman-Frisierung, Sie wissen, Gentle, dass die hier einzieht, ja, dass er hier einzieht. Aber was soll ich machen? Ich meine, 2,50 will er nicht, Quadratmeter. Naja, biete ich eben ein höher Produkt. Kann der Schulze so, aber... Man muss ja jedem klar sein, Schuld an der Wohnungsnot ist nicht der Makler. Der Johnny Schulze ist mitnichten schuldig. Schuld sind die Mieter, die wollen nur, dass er teuer ist. Ich hab so scheiß Parking, scheiß Wedding. Danke erstmal. Telefonierst mit Lisa Annegret, was soll ich machen? Er schreit. Und dann gibst du mir. Ja, Lisa Annegret, was soll ich machen? Er schreit. Er schreit. Also Cut, da müssen wir jetzt einen Cut machen. Das geht nicht. Hat er das Skript gelesen? Das ist meine apathische Ausstrahlung. Lethargie wird bei mir auch ganz groß geschrieben, teilweise beim Leben. Einfach mal nichts machen.